Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, die so halb überraschend kommt. Auf der einen Seite habe ich ein, zwei Sachen gesammelt, die ich jetzt hier im Lesestapel präsentieren kann. Und auf der anderen Seite war gestern Abend der gute Creighton und Sinus zu Besuch. Und der gute Sinus hatte noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich dabei. Er war nämlich bei meinem Comic-Händler und hat dort einfach mein Abo-Fach leer gemacht, wo ein paar Sachen drin gewesen sind, die ich mir nachbestellt hatte und die obendrein dort halt auf mich gewartet haben. Und hat auf gut Glück einfach mal alles mitgenommen, was da drin war, mit der großen Hoffnung, dass ich davon noch nichts zu Hause liegen hatte. Hatte damit auch genau den richtigen Riecher gehabt. An der Stelle nochmal ein dickes, fettes Danke raus an dich, Sinus. Und wir fangen erstmal an mit einer Sache, die so gestern von Panini zu mir nach Hause geschickt wurde. Und zwar ist das in dem Fall Batman Heft Nummer 34. Extremst nices Cover. Gefangen in Arkham Asylum. Ist jetzt ja der Weg hin zu den Bane Event, was dann bei Batman laufen wird. Bin total gehypt drauf. Muss immer noch aufholen. Muss, glaube ich, die letzten vier Hefte lesen, damit ich bei Batman wieder auf aktuellen Stand bin. Und das Cover sieht auf jeden Fall schon mal extremst nice aus vom aktuellen Heft. Dann geht's weiter mit den Avengers, wo es ein weiterer War of the Realms Tie-In drin veröffentlicht wird. Und zwar in Heft Nummer 12, was auch direkt das erste Heft ist von den Sachen, die der Sinus mir geschenkt hat. Und muss ich auch noch die letzten Hefte lesen, die auf dem Lesestapel von mir liegen. Bis jetzt gefällt der Run mir richtig gut, nachdem er recht schwach gestartet ist. Und auch eine Sache, die definitiv die Tage von mir gelesen wird. Eine weitere Sache ist dann Star Wars Heft Nummer, ich muss gucken, welches ist, Heft Nummer 53, die Heftserie, wo ich mit Abstand am meisten hinterherhänge. Es bleibt weiterhin der Running Gag hier auf dem Kanal. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir zwischen den Feiertagen mal so den ganzen Stapel Star Wars Hefte zu nehmen und die am Stück zu lesen. Mittlerweile ist Weihnachten vorbei und ich habe kein einziges Heft gelesen. Vielleicht schreibe ich mir auf die Frage, jetzt jede Woche ein Heft von Star Wars zu lesen. Ich denke mal, das ist machbar, bis ich da wieder auf aktuellen Stand bin. Und wie bei den ganzen anderen Heften hat der Sinus mir in dem Fall auch die Comic-Shop-Ausgabe geschenkt. Ihr könnt hier gerne mal in die Kommentare reinballern, ob ihr euch mehr die Comic-Shop-Ausgaben davon holt oder ob ihr dann doch eher bei den Kiosk-Varianten-Covern zugreift. Das nächste Heft hier auf dem Lesestapel ist dann Spider-Man Heft Nummer 12. Und wer den Livestream von euch gesehen hat, wird gesehen haben, dass ich bei dem Cover erstmal nachdenken musste, ob ich das schon nicht in der Sammlung drin habe. Liegt ja daran, dass das halt so ein komplettes Standardcover ist, finde ich, von der Perspektive her, von den Gegnern da vorne drauf ist. Und gefühlt habe ich dieses Heft schon 10-mal in der Sammlung drin, habe nach dem Livestream da meinen ganzen Lesestapel durchsucht, ob ich das Heft vielleicht schon besitze. Besitze es tatsächlich noch nicht, aber irgendwie das Cover hat mich vermuten lassen, dass ich schon besitzen würde. Dann eine weitere Sache, die in dem Fall ein Lückenschließer ist, die ich beim Rüdiger, also im Fantastic Store, bestellt hatte, die der Sinus jetzt in dem Fall für mich gekauft hat, ist Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man, weil Panini hatte mir den ersten und dritten Band als Rezensionsmaterial geschickt gehabt, sprich der zweite hat mir gefehlt. Der erste war extremst gut, weswegen ich den zweiten definitiv kaufen wollte. Hab ihn dann halt beim Rüdiger bestellt gehabt. Dachte mir, okay, dann hole ich ihn in den nächsten ein, zwei Monaten dort ab, dass ich da eigentlich mal auf aktuellen Stand komme. Sinus war gestern da, jetzt bin ich auf aktuellen Stand, kann man den Band heute reinziehen und kann mich dann direkt auf den nächsten Band stürzen. Und ihr seht es schon, jede Menge Sachen, die bei mir jetzt Lücken schließen. Und sagst gerne nochmal, Sinus, du hast mir eine wirkliche Freude mit den Sachen gemacht. Dann eine weitere Sache, wo der dritte Band schon bei mir liegt, weil ich von Panini den ersten und dritten Band bekommen habe und mit dem zufolge den zweiten Band kaufen wollte. Und zwar Incredible Hulk oder besser gesagt Bruce Banner Hulk im deutschsprachigen Raum. Die Hulk-Serie, die so krass gehypt wird, dass wenn ich davon ein Bild auf Instagram poste, direkt 1000 Nachrichten davon bekomme, wie geil diese Serie ist und irgendwie zieht sich das so wie ein roter Faden durch bei dieser Serie. Also wenn ihr vorhattet, mal irgendwann irgendetwas von Hulk zu lesen, was bedeutsam ist, steigt in die aktuelle Serie an, da könnt ihr nichts dran falsch machen und die Cover, die dazu erscheinen, sind auch durch die Bank weg richtig nice, weil es liegt halt daran, dass Alex Ross die ganzen Cover gezeichnet hat und auch in meinem letzten Livestream habe ich noch gesagt, dass Alex Ross für mich persönlich mit einer der schönsten Coverartisten ist, den es heutzutage so zu sehen gibt. Eine weitere Sache, wo ich auch erst ein bisschen verwirrt war, ist Batman Heft Nummer 33, genau genommen Batman Detective Comics Heft Nummer 33 und das hier ist erschienen im Bundle mit diesem Stickerheft und als der Sinus mir das im Livestream geschenkt hat, sehe ich das Stickerheft und die Stickertüte, die dabei ist und habe dann erstmal gesagt, das hätte ich schon, dass er das dann vielleicht selber als Einstiegspunkt nutzen kann, weil vorne auf dem Cover steht dick drauf, dass das Ganze recht gut als Einstiegspunkt fungieren sollte und als ich dann nach dem Livestream meinen Lesestapel durchschaut habe, weil das Cover mir doch nicht so bekannt vorkam, ist mir dann erst aufgefallen, dass der Detective Comics unter Batman draufsteht, sprich, ich habe das Heft noch nicht und in dem Fall war bei Batman Heft Nummer 33 und Batman Detective Comics Heft Nummer 33, jeweils das Stickerheft dabei. Kann man an der Stelle auch noch erwähnen, ist ein sehr schönes Stickerheft. Ich habe erst so ein bisschen angefangen, die Sticker davon zu sammeln. Der Zeli kommt die Tage vorbei, bringt seine doppelten Sticker mit und ich denke mal, ich werde versuchen, dieses 80 Jahre Batman Stickerheft zu vervollständigen. Eine weitere Sache, die bei mir hier auf dem Kanal, genau wie Star Wars, der absolute Running Gag bleibt, ist Justice League jetzt mit dem 11. Heft auf dem Lesestapel oder besser gesagt den 10. Heft auf dem Lesestapel, weil das erste Heft habe ich tatsächlich gelesen, habe es total abgefeiert und habe seitdem nicht mal weitergelesen.
obwohl mir Scott Snyder so gut gefallen hat in der ersten Hälfte. Es hat sich alles nach Brent Morrison an der Justice League angefühlt, bloß in die Moderne reingeholt und ich muss unbedingt mal aufholen. Ich denke mal, da werde ich auch irgendwann mal so einen Lesenachmittag einlegen, wo ich mir die ganzen Justice League Hefte mal ein Stück reinziehen werde. Eine weitere Sache, die mit extremst nice Cover dahergekommen ist, ist in dem Fall Deadpool Heft Nummer 12 mit so einem Cover, was aussieht wie von so einem franco-belgischen Album von der Kolorierung her. Ist noch der Spruch drauf geschrieben, für mich soll es Tote regnen oder besser gesagt tote Trolle regnen. Sieht extremst nice aus und muss ich auch noch aufholen. Es ist ja ein Ende in Sicht tatsächlich bei Deadpool. Bald ist ja Scotty Young, Nick Klein, von der Serie weg. Was dann für mich persönlich auch der Zeitpunkt sein wird, wo ich die Serie aus dem Abo nehme, weil für mich dann tatsächlich Deadpool wieder so ein bisschen den Reiz verloren hat. Ich habe schon mal in einem meiner letzten Videos gesagt, ich war bei Deadpool jetzt tatsächlich immer nur so lange dran, wie das Kreativteam mich überzeugt. Da ist das nicht so ein Charakter geworden für mich persönlich, wo ich versuche, alles nahtlos zu haben. Deadpool ist so eine Sache, dann nehme ich es halt nur mit, wenn das Kreativteam mich tatsächlich anspricht. Der Vorteil ist ja, wenn man so ein Abo-Fach in einem Comic-Shop hat, dass der Comic-Händler hingeht und manchmal von Sachen auf Verdacht in die Abo-Box reintut. In meinem Fall ist das halt ein bisschen undankbar beim Rüdiger, weil es öfters mal vorkommt, dass er mir was ins Abo-Fach reinigt, wo er denkt, okay, das könnte den anderen interessieren. Dann tauche ich mal wieder auf und sage, ey, pass auf, ich habe das irgendwie schon von Panini zugeschickt bekommen. Und der muss dann wieder so einen Haufen Trade zurück in den Verkauf stellen. Macht er aber, weil ich halt früher ein extremst guter Kunde gewesen bin. Mittlerweile schaue ich halt nicht mehr ganz so oft vorbei, aber das ist halt dieser ganzen YouTube-Sache geschuldet und ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber trotz dessen macht das immer wieder mal, was ich auch extremst abfeiere und was auch der Grund ist, weswegen ich in Rüdiger mit der Fantastic Store diese ewige Treue geschworen habe, weil es in meinen Augen der beste Comic-Shop ist, den es hier in Deutschland gibt. Und demzufolge ist der Rüdiger mal wieder hingegangen und hat was ins Abo-Fach reingesteckt, was der Simus jetzt in dem Fall gekauft hat und da war es mal wieder so ein kleines Wagnis, ob ich es nicht vielleicht doch schon habe und zwar rede ich von Detective Comics Heft Nummer 1000. Hatte ich mir nicht als Rezensionsmaterial bestellt gehabt, weil ich eigentlich vorhatte, mir davon Variant-Cover zu holen, hatte mich aber im Vorfeld gar nicht rumgeguckt, was es da für verschiedene Cover gibt und der Rüdiger hat mir in dem Fall das normale Standard-Cover in die Abo-Box gepackt, sprich das Stimmli-Cover, was der Simus abgegriffen hat und wo ich mir jetzt mal so die anderen Cover angeguckt habe und in dem Fall das Splash-Page Jim Lee-Cover, muss ich sagen, dass das mir sogar mit am besten gefällt, weswegen in dem Fall mit dem normalen Standard-Cover alles richtig gelaufen ist. Freue ich mich auch sehr drauf. Ist genauso wie bei den Superman Action Comics Heft Nummer 1000 so, dass die ganz viele Kurzgeschichten von Charakteren oder besser gesagt von Autoren und Zeichnern drin sind, die Batman halt in den letzten Jahrzehnten geprägt hat. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Heft. Wird mit einer der ersten Sachen sein, die ich von diesem Lesestapel lesen werde. Ein weiteres Highlight ist in dem Fall Batman Damned Band Nummer 3. Die ersten beiden Bände, genauso wie bei Hulk und auch gerade eben bei, was war das andere, Spider-Man, habe ich davon zwei Bände als Rezensionsmaterial zugeschickt bekommen. Den dritten finalen Band in dem Fall nicht. Da ich aber die ersten beiden Bände so hart abgefeiert habe, muss ich den dritten Band direkt haben. Haben dann auch beim Rüdiger bestellt und der Sinus hat ihn in dem Fall aus dem Abo-Fach rausgeholt. Ist auch, glaube ich, sogar noch die Sache, die ich vor Batman Detective Comics Heft Nummer 1000 lesen werde, weil das eine Sache ist, auf die ich so gehypt bin, alleine weil Batman und der gute John Constantine in den Hauptrollen stehen, also zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere aus dem DC-Universum. Obendrauf ist das ganze Ding von Bermejo gezeichnet. Einer der besten Zeichner, die es in meinen Augen gibt und im überformatigen Hardcover von Panini in Deutschland veröffentlicht worden. Und das hört sich ja schon an wie ein Gedicht. Also Batman Damned, absolutes Pflichtprogramm. Abgesehen davon wiederum habe ich ein Paket von Guten Hock bekommen, wo er mal wieder seine neuesten Comics reingepackt hat. Und eine Sache als kleinen Leckerbissen, wo ich mich mit am meisten drauf freue. Und zwar ist das in dem Fall von Touch, seiner eigenproduzierten Serie, die man bei Kickstarter unterstützen kann. Ich werde euch zu gegebenen Anlass dann bei der Review nochmal den Link dazu um die Ohren ballern, dass ihr den guten Herrn unterstützen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und zwar da jetzt nochmal zusätzlich die ersten vier Hefte von Touch als Hardcover rausgebracht mit exklusiven Cover, was eine Spider-Man-Legende, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, für die Review werde ich euch den Namen dann sagen, in dem Fall gezeichnet hat. Und ich finde das Cover so schön, dass wo er das als allererste Mal auf Instagram gepostet hat, ich ihn sofort angeschrieben und meinte, ey, krasses Cover, sieht übelst nice aus und habe ich mich sehr darauf gefreut, dass er das ganze Ding so als kleinen Leckerbissen mit ins Paket reingepackt hat. Ich dachte tatsächlich, das Wetter ist einfach der Paperback von den ersten vier Heften, hab's aufgeschlagen und hab gesehen, dass er dann tatsächlich die Rohzeichnungen reingepackt hat, so ähnlich wie das also auch zuletzt der gute Splitter Verlag mit Echo gemacht hat, finde ich extremst nice die Idee und ist eine Sache, die mich sehr gefreut hat, dass er die mit ins Paket reingepackt hat. Oben drauf dann auch Touch Heft Nummer 4, damit ich die Story dann auch in dem Fall koloriert weiterlesen kann. Die ersten drei Hefte habe ich ja schon als Einzelausgaben und in dem Fall, wie eben erwähnt, in diesem Trade drin. Und jetzt das vierte Heft dann auch nochmal in kolorierter Version. Werde ich dann die Tage lesen, werde euch die Review davon um die Ohren ballern. Wahrscheinlich aber dann doch erst, wenn die Kickstarter-Kampagne beginnt, zusammen mit den Thief Sisters, dann eine neue Serie, die jetzt starten wird. Freue ich mich auch sehr drauf, da reinzugucken. Bin mal gespannt, ob das jetzt so in die gleiche Richtung geht wie Touch oder ob das dann doch so seinen komplett eigenen Drive haben wird. Werde ich dann im Februar zu seiner Review oder besser gesagt zu Kickstarter
Kickstarter-Kampagne in der Review von mir sehen. Und freue ich mich sehr, dass ich das Paket zugeschickt bekommen habe. An der Stelle nochmal ein dickes, fettes Danke raus an dich. Das war's meinerseits. Ein dickes Danke auch raus an den Sinus. Und das war's dann jetzt wirklich meinerseits. Ballert doch mal in die Kommentare rein, ob was dabei gewesen ist, was ihr auch gelesen habt. Und wenn ja, was und wie es euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, guckt auf Instagram vorbei. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!